Provokante Plakate schützen wollen verrückte Grenzen. Am heutigen italienischen Nationalfeiertag, dem Tag der Republik, wurden in Südtirol politische grün-weiß-rote Nadelstiche ausgeteilt. Die Schützen brachten in einer Nachtaktion an 25 Südtiroler Außengrenzen provokante Plakate an Hinweisschildern an, mit der Forderung nach Grenzverrückung Richtung Süden. In Bozen protestierte Mitte-Rechts-Kammerabgeordnete Michaela Biancofiore gegen die angeblich gesetzeswidrigen sezessionistischen Aktionen in Südtirol. Nein, das ist kein neuer werbestrategischer Willkommensgruß auf Hinweisschildern für alle Touristen, die ab morgen wieder nach Italien reisen dürfen. Und nein, es heißt auch nicht, dass alle Südtiroler verrückt nach dem Süden sind. Schon gar nicht die Initiatoren der Performance, wie der Südtiroler Schützenbund seine Aktion am italienischen Nationalfeiertag am Tag der Republik nennt. Hashtag verrückt nach Süden, so die Aufschrift auf der Trikolore, soll einmal mehr eine Forderung des Verrückens der Grenzen sein. Dass die sprachlich-grafische Inszenierung auch das Gegenteil suggeriert, sei ein Zeichen von Kreativität in den Reihen des Schützenbundes, behauptet der Landeskommandant. Viele Leute, wenn sie sich gedacht haben, IDM ist ja sehr italienbezogen auch, die haben sich gedacht, der neue Werbegag der IDM. Im Endeffekt war es eine sehr gelungene Aktion, wie wir jetzt sehen, von den Schützen. Und wir haben heute für einen Tag zumindest mal den Weg vorgegeben für die Landesregierung, um die Grenze zu verrücken. Während die Schützen an den Grenzübergängen den Nationalfeiertag für ihr Los von Rom zweideutig inszenieren, hat die populistische italienische Rechtspolitikerin Michaela Biancofiore als Protest am Gerichtsplatz in Bozen zum Aufmarsch geladen. Daraus geworden ist ein Aufmärschchen mit einer äußerst überschaubaren Gruppe politisch Gleichgesinnter. Und es wird feurig Justitia angerufen. Ich fordere Gerechtigkeit. Daher habe ich eine Eingabe gegen Unbekannt gemacht. Aber die Schützen und die Südtiroler Freiheit haben die Urheberschaft für diese angespannte Lage in diesen Tagen für sich beansprucht. Und das auch noch in einer so schlimmen Zeit, in der es keine weiteren Attentate auf die öffentliche Moral gebraucht hätte. Die juridischen Drohungen von Mitte rechts werden unter dem Zeichen des Tiroler Adlers nur als leichter Gegenwind empfunden. Ich glaube, wir sind da die gleiche Linie gegangen, wie damals auch bei der DNA-Aktion, die sehr, sehr erfolgreich war, wo wir ja auch die deutschen Ortsnamen überklebt haben. Und wir mussten natürlich sehr, sehr vorsichtig umgehen mit der italienischen Fahne. Wir durften diese nicht schmähen. Und es sollte immer so sein, dass so eine Aktion zum Nachdenken anregt. So prallen am Nationalfeiertag grün-weiß-rote Plakatprovokation und Republik-Devotismus aufeinander. Auch wenn wahrscheinlich ganz unwillentlich hier die Trikolore-Maske nicht grün-weiß-rot, sondern rot-weiß-grün das Gesicht verdeckt. Heute feiern wir die italienische Republik mit all ihren Werten, aber auch die Einheit. Die Republik Italien ist laut Verfassung nicht teilbar. Vor 74 Jahren hat das italienische Volk darüber abgestimmt, Republik oder Monarchie. Wir Südtiroler durften damals nicht abstimmen. Und so haben wir das jetzt 74 Jahre später nachgeholt und haben dann auch gezeigt, wo die Grenze sein sollte. Das Aufmärschchen von Michaela Biancofiore war bald zu Ende. Die 25 Hashtag verrückt nach Süden Aufschriften der Südtiroler Schützen werden bis Sonnenuntergang entfernt sein. Was bleibt, sind grün-weiß-rote Nadelstiche in der Südtiroler Politikchronik zum Tag der Republik 2020.